5 Titel bei ihren eigenen Meisterschaften gewann. So arg viele Gymnastinnen wird es zu Hause nicht geben. Ein kleiner Fehler? Das waren jetzt 2 Zehntel. Sie hat schnell wieder aufgenommen und der Reifen ist nur abgeprallt, aber nicht aus der Fläche. Karin Ludwig, ich weiß, dass die sowjetischen und bulgarischen Gymnastinnen vor großen internationalen Wettkämpfen bis zu 8 Stunden am Tag trainieren. Oh, das passiert. Oh, schade. Teuer. So in 2, 3 Einheiten am Tag. Was trainiert zum Beispiel aus Ihrer Erfahrung eine Holländerin? Was trainiert Liana Kranz zum Beispiel? Das kann ich jetzt nur spekulieren. Ich weiß jetzt nicht, welche Trainingsverhältnisse sie hat. Aber wenn es hochkommt, kommt sie oft täglich 3 bis 4 Stunden. Das hängt natürlich auch davon ab, ob sie sich in der Wettkampfphase befindet oder Vorbereitungsphase. Aber auf jeden Fall keine 8 Stunden. Wie viel haben Sie zu Ihrer besten Zeit trainiert? Ja, auch so 4 Stunden am Tag. Ja. Natürlich Wettkampfvorbereitungen, da haben wir dann auch schon mal Lehrgänge gehabt, wo wir am Tag...